So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Stadium. Eine Sache noch vorweg. Wir kämpfen gegen Rocco. Lalala. Nein, das wollte ich nicht sagen. Das sieht man natürlich auch so. Zuerst einmal ein wunderbares Dankeschön an Dark Lightning 24, dass das mit dem Auftritt in eurem Part so realisieren konnte, obwohl ich an diesem Freitag aber später von der Arbeit kam. Danke, Dark Lightning. Das hast du das viel schneller als ich, oder? Also ich hoffe mal nicht. Ist er. So ein Dreck, aber auch. Uncool, man. Bruno ist ein sehr unbequemer Feier. Ist ein sehr unbequemes Feuer-Pokémon. Auch gegen Wasser. Ringfrei für Eckloch. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Was so? Oh nein. Oh, nee, ne? Das war ja die allererste Pokémon-Generation. Da war das von der Regel so, du kannst Feuerwirbel irgendwie einsetzen, so oft du willst. Du ziehst zwar mal wenig, aber der Gegner darf nicht angreifen. Erstmal gucken, wie stark das Viech ist. Oh Gott. Daneben! Oh. Was nun? Alter! Einfach das ist verdammt schnell. Es ja, das ist wohl echt die Tatsache. Bist du 328. Nach mit positiven Wesen. Ich hab kurz vor Pokeliki geluschert. 350 KP, aber ist halt eigentlich Problem mit Spezialangriff. Ist eigentlich also ein Mittel-Pokémon. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Bullnona. Ach, geh mal nicht auf den Scheißpisse. Daneben. Was passiert jetzt? Sag mal, da geht endlich nicht auf. Oh. Alter, das geht auf mich auf den Keks. Der Arena-Fight geht weiter. Die Attacke dauert weiter an. Boah, hammer heftig. Ist ein leichter Brenner. Alter, ist gut. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. No. Die Attacke wird fortgesetzt. Was geht ab? Alter, wird man beklopft von. Ein sehr rasanter Kampf. Mag Säfte. Die Attacke dauert weiter an. Boah, ey. Das Schlimme daran ist, den ersten Surfer wirst du wohl ohne überleben. Sie schenken dich wirklich nicht. Die Attacke wird fortgesetzt. Was nun? Zwango. Ein schwacher Treffer. Boah, Alter. Der Kampf wird immer intensiver. Nun siehst du doch. Ha, endlich. Ein Quid. Ich gebe gerade sowas auf den Keks. Das ist ja schrecklich. Das ist doch nicht mehr normal. Eine sehr effektive Attacke. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Oh nein. Daneben. Ich glaube das nicht. Ich konnte das gerade extrem an. Es kann sich nicht rühren. Wieso nicht? Es kann sich nicht rühren. Verstehe gerade den Sinn drin nicht. Feuerzeug macht Wasser sind nicht sehr effektiv. Klar, das verstehe ich. Oh. Erde bebt bei diesem Wettkampf. Boah, nee. Die Attacke wird fortgesetzt.
Ein Königreich für ein Amoroso. Das hätte ich wählen sollen. Ein sehr rasanter Kampf. Oh, daneben, 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 daneben. Oh, nein. Alter, das ist nicht dabei. Der Angriff war nicht gerade effektiv. Das ist nicht mehr normal, ey. Du hast einfach nur die Hälfte seiner KP verloren. Hätte es sich einfach ein Quit sein können, mit dem er besiegt worden wäre. Weiter an. Was passiert jetzt? Ich will mich beschweren. Der Kampf wird immer intensiver. Geh weg damit. Oh Gott sei Dank, endlich. Was geht ab? Das ist sein verdammtes erstes Pokémon. Sich da platt krieg. Endlich. Weg genau bist du. Wiedersehen. Es hat sich wacker geschlagen. Irgendein Pokémon, was nicht so auf den Geist geht, bitte. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Das dürfte nicht schneller sein als ich. Ringfrei für Onix! Und das Problem haben wir gleich erledigt. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Wusch. Ah gut, aber er verhältnismäßig schwach. Ich krieg da die Krise. Guter Treffer. So, One Hit. Vielfach Schwäche. Wie kommt denn das? Ich habe auch zu. Oha, da hat jemand das falsch. Ja, und weg damit. Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Nur noch ein Pokémon ist übrig. Und da dürfte mit etwas Glück auch reichen. Ringfrei für Wo nur dann mehr Probleme gemacht als die hier alle. Der aktuelle Stand ist mein momentanes Fazit vom Kampf. Der Kampf geht weiter. Ein harter Treffer. Das trifft brutal. Das killt auch. Eine sehr effektive Attacke. Geowatz hat zwar einen sehr hohen Verteidigungswert. Aber sein Spezialverteidigungswert ist eher 0. Und das ist das, was mich gewinnen lassen hat. Ich würde sagen, dieser Kampf wurde genau dadurch gewonnen, dass ich... Feuerwelle! Überstanden habe. Dass ich übersehen kann. Zwango! Transmus. Was für ein Misty! Die Wasser-Pokémon-Arena-Leiterin. Frag mich nicht, warum sie schon freigeschaltet war. Du bist es Zeit für meine Elektro-Pokémon zu kämpfen. Reitsch. Wo ist schneller? Nee. Ausnahmsweise. Ja, ausnahmsweise. Bevorzugen wir mal Magneton. Magneton. Gengar. Kannst du immer gebrauchen. Noch ein Pflanzen-Pokémon. Wo hier bei der ersten Kreation auffällt, dass sie immer ein Zweitchip haben. Gift. Gift. Welchen auch? Käfer. Göttlich. Parasite kommt mit. Wachstum. Das ist mit Wachstum die Spezial erhöhen. Dann mit Pilzspore einschläfern und damit Megasauge so viel ziehen, wie man nur ziehen kann. Das ist göttlich. So, Reitschkott auch mit. Und dann gibt es auch noch ein paar Standard-Pokémon. So eine Art Pokémon, die du immer mitnehmen kannst. Nimm ihn nicht. Ihn auch nicht. Das hat ja den dafür nötigen Spezialangriff. Garados. Auch nicht schlecht, aber passt nicht. Das ist sogar effektiver als Raichu, was nur einen Spezialangriff hat. Das ist die bessere Wahl. Relaxo.
Aerodactyl. Nun kann ich auch einige Nicht-Wasser-Pokémon extrem auf den Nerven rumtrampeln. Deshalb hinter sich scheint aber dennoch sehr hohen Angriff zu haben. Wie man auch im Pokewiki sicher nachlesen kann. Vulnona, was es auf den Kreis geht. Ich will ihn aber nicht mehr hören. Vulnona. Kriege ich gleich die Krise, boy, echt jetzt. Ich habe das Gefühl, dass Parsec zu wählen fürs erste Arsch langsam. Das erste besser ankommt. Jup, jup. Aber die werde ich nicht im Schlag killen. Parsec. So wie es aussieht, erwartet uns ein spannender Kampf. So, komm. Das ist dein. Uncool. Gut, da hat er schon mal nicht schlecht. Ganz schlecht zugemacht. Pilzspore. Falls Parsec scheitert, kann man Snoot immer noch was anderes machen. Gigasaure wäre jetzt viel geiler. Oh nein, Wachstum! Ein sehr rasanter Kampf. Es schläft tief und fest. Wachstum ist erhöht. Zahlattacke. Das gleich machen wir jetzt nochmal. Sie schenken mich wirklich nicht. Okay. Wachstum. Es ist aufgewacht. So reicht das. Es konzentriert sich voll auf seinen Megasaurer. Der Kampf wird immer intensiver. Also geht das natürlich. Ja, so kannst du natürlich auch killen, du Genie. Was machst du jetzt? Pass auf, was wichtig jetzt kill. Ein guter Treffer. Megasaurer. Mit erhöhtem Spezialangriff ist es heftiger Schaden. Sieht es aus! Genau auf die Schwachstelle! Staunst du, oder? Er mit seinem geometrischen Wurf. Mega sauber! Jetzt! Wow! Mega! Schönock! Parsec hat gute Arbeit geleistet! Und das war's. Das muss ich aber echt mal sagen. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Klasse! Es muss jetzt einiges wettmachen! Nun kämpfen und cooler Aurora-Strahl. Scheiße! Kein, nicht überlebt. Oha. Oh, ist das das Ende? So, es ist bekannt, dass Ausdruck ein sehr verteidigungsstarkes Pokémon ist. Mit einer Verteidigung von 505 ist das ganz schön heftig. Aber es ist bisweilen auch bekannt, dass eine Spezialverteidigung verdammt scheiße ist. Was zum? Wow! Tja, Marken wird schon überlebt, das, wie es den Anschein hat. Gut, er hat meinen Parsec ausgenommen. Das muss man ihm lassen. Das hat er super gemacht. Oliev. Magneton ist verdammt schnell. Das ist eigentlich nicht verdammt schnell. Das ist halt ein super Spezialangriff. Besser als bei Raichu. Ansonsten eine super Alternative zu Raichu ist Blitzer. Da es noch schneller ist. Und auch sein Spezialangriff ist höher. Beide Trainer haben nur ein Pokémon übrig. Oh. Ich kann nichts riskieren. Höchstens eine Runde lang. Trinkfrei für Pinkie. Guillotine. Beide Seiten haben nur noch. Vielleicht trifft das ja wieder. Nun heißt es alles oder nichts. Guillotine. Oh, die Attacke ging daneben. Scheiße, ja, Schwachstelle. Was nun? Das war ein Schwachstelle. Oh, please.
Ich finde das echt klasse. Yes! Schön. Egal ob effektiv oder nicht. One-Hit-KO. Wenn sie trifft. Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Lala. Das war der Kampf ist vorbei! Pfadfinderin. Kleine Erkundungsfreundin. Die werden wir nicht ganz so schnell platt haben. Vielleicht doch. Dietrich könnte den Plan auffallen, aber gegen ihn kann ich Stütze einsetzen. Parasex ist nicht so eine gute Wahl. Aerodactyl würde ich sagen, ist sehr gut. Und auch Magneton. Ja, doch. Du kannst es machen. Der sieht schon stärker aus. Aber mit ein wenig Geschick sollte er zu besiegen sein. Könnte es auch wieder vergessen. Hier ist Aerodactyl, wie ich finde, die bessere Wahl. Es kann nämlich genauso fliegen wie Tauboss. Und ist zudem noch schneller. Ein Pokémon-Wechsel. Dieses Pokémon war scheinbar nicht. Aerodactyl. Bring bei dir Aerodactyl. Jetzt kommt mit so einem Scheiß. Scheiße, Messanz-Gesicht, ey. Deine Genauigkeit ist dahin. Beide Super Schall. Alle. Oh. Das ist super. Ja, natürlich kein Glück. Der Angriff zeigt. Was ich auch nicht habe, ist Steinhagel. Was geht ab? So ein Dreck. Statusveränderung war erfolgreich. Ein alles Bullshit. Was nun? So muss das. Ist verwirrt. Was passiert jetzt? Ja, es funktioniert. Sie schenken sich wirklich jetzt nicht. Jetzt hat es die Verwirrung einsetzt. Ja, wer zeigt ist so schaden? Er ist der Spiegeltrick an, Ach du Scheiße. Wird immer intensiver. Er ist unter dir. Oh Gott. Was ist das? Oh, die Attacke. Bringt nicht so viel. Es ist nicht mehr verwirrt. Was geht ab? Der andere war nicht gerade. Superschall. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Was? Oh. Ah, sag ich doch. Was passiert jetzt? Die Attacke ist fehlgeschlagen. So, dieser ganze Aerodactyl gegen Taubers Flug-Pokémon fight nur ein bisschen nervig. Oh. Alter! Nicht mehr verwirrt. Kannst du bitte mal aufhören, nicht mehr verwirrt zu sein? Das geht gerade total auf den Nerven. Leider daneben. Was ist das? Leider daneben. Alter. Was geht ab? Geht's gut? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Katsch. Gut. Oh, nicht er auch. Es kann nun physischen Schlägen besser trotzen. Er geht nicht. Es kann nun physischen Schlägen besser trotzen. Ich hab so die Schnauze voll, weißt du, da wisst ihr das? Schenken sich wirklich. Ey, Redakteur, komm zurück. Ich kann es lieber aushalten. Es wird zu Ende machen, diesen Kampf. Also ich halte den Part eigentlich auf einer Länge von 15. Haha. Bringt ja nichts, ne? Wenn Gegner keine Attacke ausführt. Oh nein. Jetzt kommt er damit. Verpiss dich mit dem Scheiß.
Nee. Und tschüss, Mann. Ja. Ein kraftvoller Angriff. Endlich. Perfekt. Mit einem Schlag besiegt. Unglaublich. Mit einem Schlag besiegt. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Elektro-Pokémon sind ja erst im späteren Spielverlauf zu. Nicht später Spielverlauf, sondern in späteren Generationen in Paralyse immun. Oh, oh, das hat nicht funktioniert. Was passiert denn? Was für ein Glück der hat. Der Kampf wird immer intensiver. Ein Sternschauer. Für sicher in Stadium 2 hätte er schon nicht mal halb so viel gezogen. Na gut, wir sind hier beim ersten. Das sieht episch aus. Was geht ab? Der Angriff zeigt keine Wirkung. Der Natural können wir zu nichts gebrauchen. Feuerwerk. Und er will mit einem Sternschauerchen. Bush. Ich hab keinen Bock, ihn zu paralysieren, sondern ihn zu verrealisieren. Ein guter Treffer. Super Schall! Was passiert jetzt? Oh doch, Paralyse, Donnerwelle. Die Arena-Fight geht weiter. Was ist das? Bin ich ja verrückt, Boy. Ja, ein Treffer! Donnerwelle! Alter, 22 Minuten. Donnerwelle ein. Nur für diesen einen Fight. Kann doch irgendwas nicht richtig sein. Super Schall. Es ist verwirrt. Endlich. Was geht ab? Ein Sternschauer. Das dauert ja Ewigkeiten, dieser Kampf. Aber ich will versuchen, ihm jetzt Hilfe von Donner einzukriegen. Was passiert jetzt? Was für ein Glückspilz. War nicht gerade effektiv. Wisch. Es ist nicht mehr verwirrt. Ha, steht immer noch. Was ist das? Siehst du das? Das war ein Wunderpunkt. Siehst du, Elektro-Ball, ich lebe immer noch. Die Erde bebt. Direkt vom Olymp. Donner. Oh. Was geht ab? Da wird man ja bekloppt von. Oh, die Attacke ging dann nicht. Wisch. Ein Sternschauer. Der Sieg ist das Ergebnis. Ja, ein Treffer. Du hast vielleicht mal eine Magneton geschlagen. Aber mich kriegst du nicht, Klein. Pinsir. Das ist dein Ball. Ich traue mich also ziemlich alles, also das Glück lässt mich im Stich, oder? Ja. Reingeschrei. Ein sinnloser Scheiß. Solche Status-Attacken habe ich früher immer als total sinnlos angesehen. Scheiße. Daneben. Es ist vollständig paralysiert. Leider daneben. Es ist voll. Im 40 Minuten ist der Part und ich gehe noch voll auf Risk. Wow. Eine gewaltige Explosion, wow. Ja. Ach, schon wieder daneben. Surviving. Please no. Na, Kampf ist noch nicht mehr zu Ende. Nicht beide gehen zu Boden. Ein Doppel-K.O. Unglaublich! Beide gehen zu Boden. Ein Doppel-K.O. Ja, ne? Hoffentlich ist dann letztes sein ihr letztes Pokémon nicht ein Wasser-Pokémon. Aerodactyl. Die Reservebahn ist leer. Piep, piep.
Dann keine Chance. Ringfrei für Pipi. Außer er beherrscht Eisstrahl. Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon. Das ist seine einzige Chance. Nun heißt es alles oder nicht. Es ist verwirrt. Was nun? Wunderbar. Oh nein. Ist verwirrt. Tsch, tsch. Es greift sich selbst an. Auch eine Methode. Hoppla, es greift sich selbst an. Warum nicht sich auch selber angreifen? Ein sehr rasanter Kampf. Malala, der beherrscht es tatsächlich. Es steigt in den Himmel empor. Scheiße. Ich sehe mal hier Lage. Normalerweise soll man ja nicht so negativ sehen, aber ich sehe mal in die Lage. Ich kämpfe gegen Basiswaffen. Scheiße. Ist gut, überleben. So sieht es aus. Überleben ist angesagt. Der Arena-Fight geht weiter. Hab gehört. Der Arena-Fight geht weiter. Aerodaktyl, wie er so zappelt. Dsch, dsch. Oh, es ist verwirrt. Gut so. Oh oh, es ist verwirrt. Ah, 26 Minuten sind das schon. Die Erde bebt bei diesem Fliegen. Welt. Echt jetzt? Es beginnt den Luftangriff. Ja, ein Treffer. Alter. Es ist nicht mehr verwirrt. So, das soll jetzt auch nicht zu lang werden, das ist ja schon bei 24 Minuten. Das war mal heftig. Das war, der Kampf ist vorbei. Oh, uncool. So, Wiedersehen. Bis zum nächsten Part.